Max Horkheimer, Die Zukunft der Ehe. Was um die Jahrhundertwende bei den meisten noch als rechtes Bild der Ehe galt, die zunächst mit ihr verbundenen Begriffe von ihrer Heiligkeit bis zur Rangordnung von Mann, Weib, Kindern, längst von kritischen Geistern relativiert, gilt heute als soziales Phänomen, das mit der Entwicklung der Gesellschaft stetig sich verändert. Die Veränderungen der letzten Jahrzehnte, zuvörderst der Übergang von Groß- auf Kleinfamilie, werden heute allerorts diskutiert. Großeltern, Onkels und Tanten, Vettern und Basen, ja die erwachsenen Töchter und Söhne, die auch in den Städten einmal zusammengehörten, sind in der Regel nur noch lose verbunden. Soweit dem älteren Witwer, wie insbesondere der Witwe, kein beträchtliches Vermögen zur Verfügung steht, sind sie, trotz Altersheimen und Women Clubs, im durchschnittlichen Fall in der durch Ehe charakterisierten Welt allein. So viele Menschen sind allein. Bevor jedoch Entwicklungen, die aus diesem und sozial weit zwingenderen Gründen bereits sichtbar sind, hier bezeichnet werden, sei auf die Vorstellungen hingewiesen, die das Ziel der Änderungen positiv vorwegzunehmen suchten, die Entwürfe einer Utopie. In Platons idealem Staat herrscht bei den oberen Schichten nicht mehr die Monogamie. Die Frauen sind den Männern gemein wie die Kinder. Jedoch soll weder ein Vater sein Kind, noch ein Kind seinen Vater kennen. Ich zitiere nach der Schleiermacher-Übersetzung. Jeder Trefflichste soll der Trefflichsten am meisten beiwohnen, die Schlechtesten aber umgekehrt den ebensolchen. Und die Sprösslinge jener sollten aufgezogen werden, die Sprösslinge dieser aber nicht, wenn uns die Herde recht edel bleiben soll. Und dies alles muss völlig unbekannt bleiben, außer den Oberen. Heute würde man sagen, außer der Verwaltung, die es organisiert. Die Säuglinge erstklassiger Elternpaare werden von den Minderwertigen getrennt. Die der Guten tragen sie, ich meine die Kommissare oder Kommissarinnen, in das Säuglingshaus zu Wärterinnen, die in einem besonderen Teil der Stadt wohnen, die der Schlechteren aber, und wenn eines von den anderen verstümmelt geboren ist, werden sie, wie es sich ziemt, in einem unzugänglichen und unbekannten Orte verbergen. Wenn doch das Geschlecht unserer Hüter, heute würde man sagen der Elite, ganz rein sein soll. Diese, die Kommissare, werden also auch für die Nahrung sorgen, indem sie die Mütter, wenn sie von Milch strotzen, in das Säugehaus führen, so jedoch, dass sie auf alle erstaunliche Weise verhüten, dass keine das ihrige erkenne, und indem sie, wenn jene nicht hinreichen, noch andere Säugende herbeischaffen. Nochmals, das steht in keinem Plan des Dritten Reichs, auch nicht in Huxleys oder Orwells Karikaturen der Zukunft, sondern in Platons Politeia, dem höchst verehrten Buch des großen Philosophen. Im Werk des Thomas Morus, dem Platons Republik als Vorbild diente, herrschen seiner wahren christlichen Gesinnung entsprechend nicht so totalitäre Methoden. Angesichts der brutalen Anfänge der Industriegesellschaft, die den aus ländlichen Hütten verscheuchten, verzweifelt im Land umherziehenden Armen jede materielle Hilfe abschnitt, um sie unter unsäglichen Bedingungen in die Manufakturen zu pressen, entwarf Morus ein schlicht sozialistisches Gebilde, das etwas von der Tradition des Mittelalters zu bewahren sucht und dem bescheidenen Stand der produktiven Kräfte seiner eigenen Zeit entsprach.
Monogamie ist selbstverständlich, wenn auch bei ihm nicht, wie bei dem späteren Utopisten Morelli, für jeden Gesunden die Heirat obligatorisch war. In mancher Hinsicht nimmt Utopia die sozialistischen Ideen der 80er und 90er Jahre des letzten Jahrhunderts vorweg. Die Ehe, so heißt es bei August Bebel, ist ein Privatvertrag, wie die Ehe bis ins Mittelalter ein Privatvertrag war. Der Sozialismus schafft hier nichts Neues, er stellt auf höherer Kulturstufe und unter neuen gesellschaftlichen Formen nur wieder her, was ehe das Privateigentum die Gesellschaft beherrschte, allgemein in Geltung war. Allzu lange habe ich nun von den Utopisten gesprochen. Durch wenige konkrete Einzelheiten wollte ich zeigen, dass die heutige Version der Ehe, wie vor geschichtlicher Wirklichkeit, so auch vor dem vergangenen theoretischen Gedanken, von der gegenwärtigen Literatur ganz abgesehen, als entschieden relativ erscheint. Bestimmend für die Änderungen, sowohl die von Idealisten vorgezeichneten wie die realen, bleibt letzten Endes die Funktion der Ehe im sich wandelnden gesellschaftlichen Ganzen. Wie entscheidend die Gestalt der Ehe von gesellschaftlichen Zwecken abhängt, zeigt in den gegenwärtigen Jahrzehnten die russische Sozialgeschichte. In den ersten Jahren nach der Revolution, als die Idee, die starren bürgerlichen Formen in einer höheren Gesellschaft aufzuheben, noch lebendig war, galt nicht bloß kirchliche, sondern zivile Trauung, Scheidung, ja die standesamtliche Registrierung als eine belanglose Formalität. Man denke an das Buch der Kollontai, der Sowjetdiplomatin und Verkünderin der freien Liebe. Was in Polen heute wieder oder noch für jede Frau ganz offiziell gestattet ist, der ärztliche Eingriff in den ersten Monaten nach der Empfängnis, stand ursprünglich unter Lenin einer jeden frei. Die Bedeutung der Ehe ging zurück. Die Erziehung des Nachwuchses sollte der Partei, dem Staat und den dafür geschaffenen Organisationen zufallen. Die Revolutionäre hatten sich jedoch getäuscht. Stalins sogenannter Sozialismus in einem Land, das verdeckte Eingeständnis, dass mit proletarischer Weltrevolution nicht zu rechnen sei, damit der Verzicht auf das, was Marx und Lenin Kommunismus nannten, ließ bürgerliche Freiheit, geschweige eine höhere Stufe im zurückgebliebenen Russland, nicht mehr zu. Je entschiedener das militärisch-technische Potenzial der wahre Gegenstand des Wettkampfs mit dem Westen wurde, desto weniger konnten Extravaganzen auf anderen Gebieten geduldet werden. Die freisinnige Auffassung der Ehe widersprach ihrer Funktion im total mobilisierten, nicht auf Wohlstand begründeten Staat. Die Geburtenrate war zurückgegangen, die Verwahrlosung der Jugend nahm erschreckend zu. Die Familie als Erziehungszelle wurde unentbehrlich. Mit der Libertinage war es aus. Autorität in der Familie selbst war wiederherzustellen. Der neuen Situation entsprechend nicht zuerst beim Mann. Angesichts der übergroßen ökonomischen Aufgaben bedarf es der Frau, sowohl im Haushalt wie in der Fabrik. Sie hat mit zu erziehen und mit zu verdienen. Scheidungen sind im heutigen Russland unerwünscht. Familie, Ehe wird weit stärker als im Westen wieder etabliert. Selbstverständlich unter der Kontrolle des totalen Staats. Sie reicht bis zur letzten Einzelheit. Anders freilich als in der Zeit nach der Machtergreifung oder im Dritten Reich, bedarf es in Russland heute weniger der Bespitzelung der Eltern durch die Kinder. Kinderspionage gehört ja zur Diktatur.
Seit Savonarola, wahrscheinlich bereits vorher, bis zu Hitler und den Sowjets, spielte in den Diktaturen der Verrat der Kinder eine Rolle, da der alten Generation noch nicht zu trauen war und die Kinder schon im Bann des Neuen standen. In Russland heute kann jedoch die Herrschaft weitgehend auf die stabilisierte, matriarchalisch orientierte Ehe sich verlassen. In China dagegen, wo einst die patriarchale Großfamilie, nicht zuletzt aufgrund der intensiven Bodenwirtschaft, das Leben der Nation und ihrer Religion bestimmte, ist die Ehe in der Gegenwart zurückgegangen. Mehr noch als die Veränderungen der Arbeitsweise, ferner die straffe kollektive Erziehung, übt die Notwendigkeit, den ungeheuren Bevölkerungszuwachs einzudämmen, ihren Einfluss aus. Spätheirat, Empfängnisverhütung, Unterbrechung der Schwangerschaft werden propagiert. Soweit die Berichte zuverlässig sind, nimmt der größte Teil der Jugend die Intentionen der Regierung nicht allein zur Kenntnis und zur Richtschnur, sondern hat die Vorschrift ihren eigenen Gedanken und Gefühlen einverleibt. Erotik ist zurückgegangen, das Interesse auch der jungen Mädchen gilt nicht so sehr der Heirat als dem sogenannten sozialistischen Aufbau, der Brigade, der Kommune, dem Staat. In vieler Hinsicht scheint mir, was in China vorgeht, für die Zukunft im Westen bedeutsamer als die Vorgänge in der Sowjetunion, die ihm mehr und mehr sich angleicht. Dass die Periode der Individualität als heute unvernünftige gewissermaßen übersprungen wird, dass die Freundschaft zwischen Einzelnen am Aufgehen im Kollektiv gemessen als nebensächlich gilt, ferner der in Fleisch und Blut aufgenommene Pragmatismus, das Zweckdenken, der in jedem Wort chinesischer Führer sich bekundet, all das steht am Horizont des Westens, wie sehr man sich bemüht, noch davon wegzusehen. Lassen Sie mich kurz die soeben genannten drei Momente erörtern. Die Erhöhung des Kollektivs gegenüber der Person, die Veränderung der menschlichen Beziehungen, das Nützlichkeitsdenken. Auf die Entwicklung in der Ehe üben Sie nicht geringen Einfluss aus. Rückgang der Individualität bedeutet nicht, dass Differenzen individueller Züge ganz verschwinden werden. Je mehr jedoch Erziehung in Europa und Amerika von der Familie nicht allein auf Kinderheime, Schulen, Institutionen, sondern auf die dort sich bildenden Gruppen, sportliche und andere übergeht, desto weniger Anreiz wird bestehen, die persönlichen Nuancen, Unterschiede zu bewahren und zu entfalten. Was an psychischen Eigenheiten Einzelnen anhaftet, wirkt in steigendem Maß als Hemmnis, als absonderlich. Legitime Unterschiede resultieren aus dem Arbeitszweig, werden durch die Sparte der Betätigung, die damit verknüpfte Lebensweise, aufgeprägt. Durch die ökonomische Gleichstellung der Geschlechter wie der Individuen erübrigt sich die Auseinandersetzung verschiedener politischer Bekenntnisse immer mehr. Regierung wird zur umfassenden Verwaltung. Unterschiede der Gesinnung, des Glaubens verlieren an Gewicht. Anstatt auf weltanschauliche Gedanken beziehen Diskussionen mehr und mehr sich auf Zweckmäßigkeit, bestimmbare Tatsachen, experimentell Entscheidbares. Je geregelter die Gesellschaft, je sachlicher die menschlichen Beziehungen, desto romantischer die Hingabe an den Einzelnen. Appetit auf sexuelle Lust wie der auf Speise und Trank durch chemische Errungenschaften in Zukunft weitgehend reguliert, wird ohne allzu große Differenzierung sich befriedigen lassen. Gegen Ende der Periode individueller Konkurrenz, in der durch sie vermittelten technischen Epoche, in der wir leben, erlischt die Aura der Person.
durch die wahllose Aufmachung und eifrige Verbildlichung von Filmstars, blutbefleckten Führern, heiratslustigen Prinzessinnen, Astronauten und Starlets, durch die geschäftige Personifizierung in den Massenmedien, denen freilich gar nichts anderes übrig bleibt, wird gleichsam bestätigt, dass es mit der Person im eigentlichen Sinn zu Ende geht. Abnehmende Bedeutung der Freundschaft ist eine unmittelbare Konsequenz. Tritt der Einzelne durch autonom gesetzte, für sein Leben entscheidende Ziele nicht in Widerspruch zu anderen Einzelnen, wie gegebenenfalls zur bestehenden Gesellschaft, spielt die eigene Initiative gegenüber den vorbestimmten Plänen der Behörden eine stets geringere Rolle, dann schwindet mit dem praktischen Gewicht der Freundschaft auch ihr Ernst. Sie bleibt allenfalls ein Hobby, eine Freizeitspielerei, wie vergnüglich sie auch sein mag. Eben dies ereignet sich mit dem, was Liebe heißt. Zur Zeit, als bürgerliche Ehe in den für sie kennzeichnenden Schichten relativ intakt war, setzte sie im Hinblick auf den Erben aus dem eigenen Stamm beim Mädchen die Keuschheit, beim jungen Mann die Werbung voraus. Das zunächst Verbotene, jedenfalls Erschwerte, wurde eben deshalb, insbesondere durch entsprechende Erziehung, zum Erstrebten, Wertvollen, zur Erfüllung. Wenn Kultur schlechthin, wie von Kant bis Freud, so viele Denker lehrten, weitgehend sich dem Sexualverbot verdankt, hängt gewiss von dem Tabu die Liebe zwischen den Geschlechtern ab. Dass sie trotz der erlaubten Befriedigung in der Ehe in manchen Fällen wenigstens bestehen bleibt, ja, mit den Jahren und Jahrzehnten sich vertieft, beruht auf anderen Momenten. Die durch die bürgerliche Ehe gestifteten gemeinsamen Interessen haben in der kalten Wirklichkeit sich durchzusetzen. Sie intensivieren in der guten Ehe die Gemeinsamkeit. Die Sorge für die Kinder, das Bewusstsein, dass durch sie das eigene Leben über sich hinausreicht, die Entwicklung der mit dem anderen geteilten, wachsenden, besonderen Erfahrung und Erinnerung, vermögen Liebe in eine Freundschaft zu verwandeln, der das Geschlechtliche auch beim Rückgang sexueller Impulse noch zu eigen ist. Mit der Kollektivisierung der Gesellschaft, ihrer übermächtigen Dynamik, die mehr und mehr das Leben aller regelt, wird jedoch der Spielraum zur Gestaltung eigenen Lebens und der besonderen gemeinsamen Interessen der ehelich Verbundenen immer enger. Der erhöhte Lebensstandard in den industrialisierten Ländern, die verbesserte materielle Existenz, der Umstand, dass der technische Komfort weit mehr Familien zugutekommt, wird bei aller scheinbaren Vermehrung der Zerstreuungen mit fortschreitender Uniformierung bezahlt. Je weniger die Eigenart des Einzelnen für die Gestaltung seines Lebens eine Rolle spielt, je mehr in der zunehmend geplanten, dirigierten Gesellschaft die Mitglieder des Nachwuchses, die jungen Menschen, fungibel werden, desto realistischer, nüchterner, konformistischer bildet sich ihr Denken. Soweit die Urteile über heutige Jugend von den Gepflogenheiten der Teenagers, der freien Sexualität, dem Enthusiasmus für Beatles und dergleichen sich leiten lassen, scheinen sie mir oberflächlich. Wenn die Jugend ihren zum Teil verzweifelten Emotionen keine großen Hemmnisse entgegensetzt und Tabus verachtet, wird sie im Ganzen trotzdem illusionsloser, kühler, zweckbestimmter. Sie akzeptiert Notwendiges, schiebt, was als richtig nicht erweisbar ist, als Aberglauben
kitschige Romantik von sich weg. Eben davon, dass für Sublimierung nur wenig übrig bleibt, zeugen jene Ausbrüche des unbefriedigten, unentfalteten Inneren. Solche barbarischen Phänomene wären weit weniger charakteristisch, wenn die Schulen bis zur Universität nicht notwendig immer weniger Erzieher zu den ihren zählen könnten, die nicht einzig Material, brauchbare und nicht brauchbare Daten und Methoden, sondern das andere zu vermitteln wüssten, das einst Bildung hieß. Soweit dazu noch fähige Pädagogen zur Verfügung stehen, pflegt es an aufgeschlossenen und begeisterten Hörern nicht zu fehlen. Der erzieherische Mangel entspringt unausweichlich der veränderten gesellschaftlichen Situation. Die widersprüchliche Verbindung von Pragmatismus und Verführbarkeit ist ein höchst verständliches Resultat. Der scharfe junge Zyniker, der die alten Lieder als Schnulzen empfindet, verfällt nicht selten dem als fortgeschritten sich drapierenden Slogan. Zur alten Zivilisation führt eine Brücke, deren Pfeiler immer schwächer werden. Die Illusionslosigkeit, der krasse Realismus, die Abwesenheit des mit der Person verbundenen Traums bedeuten zugleich Kälte, wie die Tendenz zur wenig differenzierten Abreaktion unmittelbar sexueller wie verwandter Impulse. Der Jugend liegt Moral nicht im Blut. Soweit Religion mit Recht oder Unrecht als bloß hergebrachtes, reine Konvention erfahren wird, lässt sich von Polizei und Strafgesetzbuch abgesehen, gar nicht begreifen, warum Gewalt und Grausamkeit kein respektables Vergnügen sind. Der Nationalismus als Ersatzreligion mag in totalitären Ländern dazu führen, dass der Volksgenosse so lange wenigstens geachtet wird, bis er etwa als Verräter designiert ist. In der westlichen Zivilisation sind, wenn auch mit Ausnahmen, die früheren Religionen vom Kollektivismus noch nicht ganz durch den linken oder rechten, in Wahrheit identischen Nationalismus ersetzt. Die Idee der unsterblichen Seele des Einzelnen, die der Achtung vor dem Nächsten wie der eigenen Bestimmung einmal zugrunde lag, hat jedoch beim größeren Teil der Jugend ihre Macht schon eingebüßt. Meine Vorstellung von der Zukunft der Ehe ist damit schon angedeutet. Wie lange ihre bürgerlichen Formen immer dauern mögen, das Bewusstsein der je einzigartigen Verbindung, die Bedeutung des Namens, der Wille der in ihr Verbundenen, das ihnen selbstgemäße Leben zu gestalten und wenn irgend möglich durch die Kinder fortzusetzen, ist im Vergehen begriffen. Durch Erkenntnis der Abhängigkeit von der Gesellschaft, durch Realisierung, dass die Funktionen für gesellschaftliche Zwecke gegenüber den persönlichen primär sind, kurz durch Anpassung ans Bestehende, verlieren jene älteren individualistischen Kategorien den Sinn. Schon die Gleichstellung der Frau, ihre berufliche Tätigkeit, die unendlich raschere Emanzipation der Kinder, verändert die Atmosphäre des Heims. Nicht selten fühlt sich in Amerika der Vater seinem Jungen gegenüber schon zurückgeblieben. Wie die Existenz schlechthin, tendiert die Ehe rationeller, zweckbestimmter, nüchterner zu werden. Die Entwicklung einfach zu negieren, wäre allzu simpel. Nicht allein im Hinblick auf den neuen Gott, das Kollektiv, ist ja die Ehe im Begriff, den Sinn zu ändern. Auch in Ländern einer größeren Liberalität erweist das Ideal des 19. Jahrhunderts sich bereits als nicht mehr adäquat.
Ich erinnere an Skandinavien, Schweden vor allem. Yves de Saint-Agnès spricht von einer sexuellen Revolution. Voreheliche geschlechtliche Beziehungen, auch die Folgen, gelten keineswegs als unmoralisch. Ist doch aus materiellen Gründen, man denke an die Wohnungsnot, Heirat erschwert. Selbst der größere Teil der Kirche hat, wie mit vielen anderen Modernismen, dort schon mit der freien Liebe sich abgefunden. Das aus nicht-ehelicher Verbindung hervorgegangene Kind gilt nicht als illegitim, sondern als natürlich. Es ist gesetzlich mit dem ehelichen Sprössling völlig gleichgestellt. Nach den Schulbüchern gibt es Familien, die von einem Elternpaar geleitet sind, andere, die nur aus Mutter und Kind bestehen. Der Sozialarbeiter, die Funktionäre des Wohlfahrtsstaates nehmen weitgehend der Frau, ja der regulären Familie, ihre Sorgen um die Kinder ab. Die Promiskuität innerhalb der Jugend, entsprechend die Propaganda für Antikonzeptionsmittel, sind weit fortgeschritten, nicht weiter freilich als die Geschlechtskrankheiten. Freiheit geht so weit, dass wer durch eine Annonce Anschluss sucht, sich nicht als Kandidat fürs Ehebündnis, ja noch nicht einmal für ein normales Bündnis tarnen muss. Ich weiß von keiner empirischen Untersuchung über den Einfluss solchen Fortschritts auf die unbedingte menschliche Beziehung. Meine Hypothese lautet, dass die neue Liberalität, wie andererseits der Kollektivismus, ihr nicht günstig ist. In beiden bekundet sich dasselbe, Entzauberung des Ephemeren, Einzigen, Unwiederbringlichen. Mehr als Philosophie hat seit den 20er Jahren Kunst die Nichtigkeit des Einzelnen nach Form und Inhalt zum Thema gemacht. Die Richtungen seit dem Expressionismus, zumal der Surrealismus, erst recht die atonale Musik, geben keinem Existierenden sich hin. Soweit sie das Vergängliche bewahren, geschieht es durch die Negation, durch die Gestaltung ästhetischer Einheit mittels der zerstückten Elemente lebender und toter Welt. Individuelles nachzubilden ist künstlerisch unwahr geworden. Angelegenheit von Freizeit, Lautsprecher, Fotografie. Wie weit Kunst damit zugleich sich selbst das Urteil sprach und dazu tendiert, zum bloßen Ornament zu werden, vermag ich hier nicht zu erörtern. Sie nimmt durch ihre eigene Entwicklung die des Menschlichen voraus. Dass sie die Wahrheit, das heißt die Auflösung des Ichs, der Seele, alles dessen, was für ewig galt, zum Ausdruck bringt, führt zu ihrer eigenen Negation. Sie fungiert als zweckvoller Bestandteil des Bestehenden. Indem mit immanenter Notwendigkeit Malerei aus jener kritischen Phase, für die Kandinsky, Max Ernst, der frühe Picasso noch kennzeichnend waren, ins total Abstrakte, jetzt schon wieder ins Gewolltfigürliche übergeht, bilden die neuesten Gemälde bloßen Wandschmuck. Sie sind zumindest bei den Wohlhabenden akzeptiert. Das Moment des Absoluten schwindet aus der völlig freien Kunst wie aus der freien Ehe. Abstrakte Bilder gehören zur zweckvollen Einrichtung. Bunte Flecke an der Wand. Die vorurteilslosen Ehen gehören zur angepassten Existenz. Rückkehr ist unmöglich. Die unlösliche Treue zweier Menschen als Glück und Sinn ihres Lebens wird mit jedem weiteren Einblick in die Bedingtheit der Person und allem, was dazugehört, zum bloßen Wahn,
nicht weniger als die Verewigung der Landschaft und des Bäuerleins im Ölgemälde. Dass die Gemälde wie die Ehen eine Zukunft haben, wird durch Reduktion ihrer Bedeutung erkauft. Die konkreten Einzelheiten des Wandels der Ehe hängen vom sozialen und politischen Geschehen ab. Wie weit und wie lange die Formen der ehelichen Beziehungen in totalitären Staaten für europäische und amerikanische Länder einmal gültig werden, ob anders nuancierte Regelungen und Institutionen entstehen, ist nicht absehbar. Gewiss scheint mir, dass die Autorität der Eltern, insbesondere des Vaters, gegenüber den Kindern rasch abnehmen wird. Seine Berufs- und Lebenserfahrung verliert an Bedeutung, die Kinder sind schneller erwachsen, Kontrolle der Jugendlichen durch die Eltern wird immer schwieriger. Nicht allein die Schule, die ohnehin mehr berufliche anstatt im eigentlichen Sinn bildungsmäßige Aufgaben pflegt, sondern die Massenmedien, Fernsehen, Radio, Kino übernehmen weitgehend die Erziehung. Für die Eltern wird sie immer mehr zur unlösbaren Aufgabe. Haben Mann und Frau ihren Beruf, so werden die Jahre, in denen die Frau um ihren Nachwuchs sich kümmern muss, eine Unterbrechung ihrer Laufbahn. Nachher sind die Kinderlosen ihr schon weit voraus. Sie muss neu beginnen oder ist allein. Nicht bloß die schon erwähnte enge Bindung zwischen sonstigen Verwandten, sondern auch die der rasch berufstüchtigen Kinder an die Eltern wird lockerer. Durch die Sozialversicherung trägt der Staat schon heute diesem Umstand Rechnung. Er bewirkt, wenn auch zumeist in bescheidenem Umfang, was in alten Zeiten den Kindern überlassen blieb, den Unterhalt der nicht mehr erwerbsfähigen Eltern. Der Vater ist nicht mehr allein der Versorger. Die Funktionen der Ehe werden geringer, daher sie selbst bedeutungsloser. Solcher Prozess wirkt auf das Gewicht der Ehe im Bewusstsein der Menschen zurück. Sehr viel Schlimmes, was die alte, festgefügte bürgerliche Ehe produzierte, Tyrannei von Männern über Frau und Kinder, Unglück, wenn das als zentral erfahrene eheliche Verhältnis eine Kette der Versagung bildete, wird durch die neue Entwicklung vermieden. Man denke an jene Tragödien, die um die Jahrhundertwende der großen Literatur als eines ihrer Themen dienten, etwa den Totentanz von Strindberg. Der Ertrag des Lebens wird in der Zukunft in weit stärkerem Maße anderen Konstellationen als der Ehe zuzuschreiben sein.